Hihihihi. Nicht du. Eine Stunde verbringe ich damit, dieses Viehblatt zu kriegen. Im Endeffekt musste ich es mir in die Höhle rein TP teleportieren, mehr oder weniger, damit ich es überhaupt tot kriege. Und jetzt kommt hier so ein Rotz Hero Prime und gibt mir einfach durch ein Festbacken. So ein Neverstar. Ist klar. Also, ja, ist klar. Du störst mich ein bisschen. So ein kleines bisschen. Ganz wenig. Also, ist, ja. Den werde ich auf jeden Fall nicht behalten. Den Neverstar. Das könnt ihr vergessen. Da kloppen wir uns schön nochmal mit so einem Vieh. Also, den werde ich... Vielleicht rahme ich mir ein, aber nutzen werde ich nicht. Vielleicht nehme ich mir für ein Bild und rahme mir ein als Mahnmal dafür, was Mods mit dem Spiel machen. Oh, aber nutzen werde ich den auf jeden Fall nicht. Wow! Ich bin Level 19. Gefällt mir. Aber irgendwie sind die gar keine Monster mehr. Heute ist echt Sprachfehler extrem. Sprachfehler Challenge ist das heute hier. Und ich führe mit vielen Punkten. Oh! Hinter mir ist auch noch eins, glaube ich. Hä? Boah. Da unten hat schon wieder alles gebildet. Wow, nicht meine Axt. Und eigentlich ganz kurz mal... Habe ich schon. Stopp! Also wir werden hier auf jeden Fall gut Level bekommen noch. Level 21 ist da mindestens noch drin. Mond geht gleich unter. Oder die Sonne auf, je nachdem wie man sehen möchte. Weiß nicht, ob man da Pessimist oder Optimist sein kann. Super. Ich glaube, wenn man springt, kriegt man Crit-Treffer. Mit dem Bogen bin mir ganz gar nicht so sicher. Im Schwert ist es auf jeden Fall so, dass man kritische Schläge bekommt. Wie das mit Bogen funktioniert, kann ich, wie gesagt... Da ist wieder so einer. Runterfallen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber na gut. Schade. Um das TNT-Paket. TNT-Pakete finde ich okay, also das ist jetzt nicht so übertrieben, ist zwar auch mehr als ein Creeper halt gibt und die sind halt genauso einfach zu killen wie Creeper, aber ich finde, das ist nicht übertrieben, aber also Neverstar für ein Vieh, was nicht mal irgendwie, also wenn es wenigstens wie eine Hexe irgendwie Fernkampfangriffe hätte, würde ich es verstehen, weißt du? Weil es hält ja doch eine ganze Menge aus, es wäre schon ein böser Gegner. Oder wenn sich vielleicht ein bisschen Hochheil dabei oder, ne, Hochheil ist scheiße, Hochheil ist immer scheiße. Huch! Das war nicht geplant. Wenn es jetzt einen Bogen hier gab, einen coolen Verzauberten, hat der Creeper den jetzt weggesprengt. Alter, wie viele Bogen, Alter. Ich habe heute einen Sprach... Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Super, da haben wir schon wieder einen halb... Na, sag mal, zwei Drittel resetteten Bogen. Das fällt mir. Deutsch korrekt, heute hier ist... Also heute, Let's Plays mit, Mit Grammatik hier so und voll gut Deutsch. Ich habe ihn gelernt, Deutsch 2 Jahre. Da ist die Höhle, da muss man aufpassen, dass wir nicht reinfallen. So, dann will ich mal ganz kurz meinen Level 20 der Welt verkünden. Gucken wir mal, ob wir Level 21 draus machen können. Sieht ja sehr knapp aus. Da werden die Charaktere bestimmt nochmal einen draufsetzen. Ich esse kurz was. Moin Alfredo, na, wie geht's dir? Was haben wir hier so? Oder Gustav. Die Namen sind alle sehr unpersönlich, muss ich sagen. Also, den einen Golem hier, den... Boah, was wir schon wieder Scheiß dabei haben. Also Scheiß nicht unbedingt, aber...
Wisst ihr, bevor ich das vergesse, werde ich mir den jetzt einfach mal hier, den nehme ich den. Nicht, dass ich dann, oh, wo kommt der denn? Oh, cool, never stand. So, den packe ich mir jetzt einfach da rein. Und dann läuft das. Hoffentlich nicht aus dem Bild, aber auf jeden Fall läuft das. Haben wir noch ein Paket. TNT. Dann kann ich, Moment, aber Sand dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo ich Sand her habe. Wahrscheinlich hat irgendein Creeper, hä? Quatsch. Wahrscheinlich hat irgendein Creeper den aus der Gegend gesprengt, aber egal. Quatsch, Erde war ja voll, dann haben wir die Erde gerade hier reingebuxiert gehabt. So. Holz wurde auch weggesprengt. Kies kommt da rein. Schwarzpulver kommt noch da rein. Selbst Zepplinge hat er rausgesprengt, der alle. Der kommt dann hier. Bogen fliegt dann hier rein. Genau, mit die Pfeile. Da haben wir nochmal hier und die Workbench können wir eventuell mitnehmen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier, was die Kakteen geben. Da geben sie schon Level 21. Oh, die geben sogar fast alle Level 22, hä? Das ist ja jetzt echt knapp an Level 22 dran. Da muss ich jetzt mal... Was kann man denn noch brennen? Was könnte man denn, was könnte man denn, was könnte man denn? Was könnte man denn noch brennen? Federfall haben wir hier noch? Ach, siehst du. Wir wollten ja alles in Büchern speichern eigentlich. Schauen wir mal, was wir bekommen. Level 11 ist natürlich jetzt mega Schokolade. Effizienz, Haltbarkeit, naja. Level 16, Effizienz, Haltbarkeit 2 bei. Das ist auch nicht so die Bombe, die ich jetzt erwartet hätte. 18, Glück 1. Ich hätte eher Behutsamkeit lieber oder sowas. Wieder Glück 1, Effizienz 2. Effizienz und Haltbarkeit. Na, es ist... Haltbarkeit, Effizienz und Glück. Ist auch trotzdem, ich hätte lieber gerne entweder Effizienz höher. Oh! Haltbarkeit und Behutsamkeit. Nehme ich. Genau so einen habe ich gesucht. Super, geht also doch mit dem Level. Ich bin so selten bekloppt einfach nur, ey. Ich habe mich gerade gewundert, hey, wieso habe ich meine 21 Level noch? Ich habe es einfach wieder rausgenommen. Jetzt kann ich wieder ewig suchen. Och komm. Damals, ey. Effizienz. Effizienz im Bootsup geht sogar noch besser, siehst du? So. Ich will ständig Shift drücken, weil ich momentan so viel The Forest spiele. The Forest, dass ich ja immer Shift drücken will halt. Bla. Bla. So, ich gehe mal hier lang. Gucken, was wir hier finden. So, la la la. Aber momentan muss ich auch mal sagen, also es ist mir echt aufgefallen in letzter Zeit. Obwohl die obwohl die Aufrufe der Videos in unteren Ligas, in der unteren Liga sich so befinden, was halt wie gesagt durch den PC-Absturz und so immer noch zu verdanken ist, sind die Kommentare unter den Videos momentan echt sehr, sehr häufig. Also ich krieg echt momentan so 2-3 Kommentare pro Tag. Also es gefällt mir wirklich gut, dass die Leute sich mittlerweile so in die Let's Plays mit einbinden und dass die da so mitmachen. Man sieht auch die Kommentare von den Leuten, die wirklich schon seit ewig langer Zeit dabei sind. Also gibt es Leute, die wirklich schon seit bestimmt einem Jahr oder zwei Jahren mit dabei sind. Bin ich gerade im Stand da oben gelaufen? Was da hinten ist doch Hillgebiet hier, oder? Diese hohen Berge. Habe ich da schon mal gebaut? Kommt mir gerade so unbekannt vor. Wir werden nämlich die Seerosenblätter gleich mit, weil die will ich haben. Die will ich haben. Seerosenblätter sind geil. Ich liebe Seerosenblätter.
Achso. So, weiter damit. So, und. Hopp. Am schönsten sind Seerosenblätter zu sammeln, wenn sie in einem wirklich flachen Wassergebiet sind, wo man... so zum Beispiel mal schnell untertauchen kann und sich die Dinger dann nehmen kann. Von unten sieht man die gar nicht, gell? Nur von unten sieht man die gar nicht. Oder nur schwach. So. Da hinten sehe ich, glaube ich, schon wieder Dschungelbiom. Da in der Gegend so... Wir haben aber wirklich auch noch nicht viel erkundet hier. Rings um diese Gegend hier. Da ist immer so ein bisschen der Erkundungsdrang noch nicht so vorhanden gewesen. Das müssen wir auch mal auf jeden Fall verändern hier. Da hinten dieses Dschungelbiom. Kommt mir zum Beispiel zwar bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen, da öfters gewesen zu sein. Genauso wie in diesem Biom, wo ich gerade bin. Schweine. Ich würde es ja freuen, wenn wir ein paar Eier finden würden. Es gibt hier echt kaum Eier. Also auf unserer anderen Welt, da ist die pure Hühnerablage. Und hier hast du einfach gar nichts. Kürbisse. Interessant. Brauche ich jetzt nicht, aber... Kürbisse zu finden erinnert mich wirklich immer so an die ersten Tage Minecraft, die ich damals gespielt habe. Wo die Dinger noch selten waren. Wo du eigentlich nur durch die Welt gezogen bist, um Kürbisse zu suchen. Das war, glaube ich, Patch 1.6 oder 1.5 in der Beta. Also kurz nach dem Kürbis-Update, das war ja das Halloween-Update damals. Kühe. Critical Hit. Stopp. Kühe nehme ich auch gerne mit. Und dann habe ich nämlich bei mir zu Hause echt nur Schafe. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann, ob es vielleicht gewisse Spawn-Raten gibt, von wie viel Tier in welcher Gegend wie viel spawnt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall Kuh tot. Haben wir denn gerade... Wir haben eine Behutsamkeitsachse, gell? Genau. Nehmen wir mal hier ein bisschen Eis mit. Kann doch nicht schaden. Wo ist noch was? So. Super, nehmen wir mal, haben wir ein bisschen Eis mitgenommen. Wie viel haben wir denn bekommen? 46, ein Stack würde ich gerne noch voll kriegen. Die eine oder andere Kuh kloppe ich mal noch. Das rohe Fleisch kloppen wir uns gleich mal am Anfang rein. Weil das wird man eben nicht bis zu Hause halten. Ich will gerade mal gucken, was das für ein Berg ist hier. Aber nichts Besonderes. Die Musik ist ganz schön. Ja, und ich wollte gerade irgendwas sagen. Das war bestimmt intelligent. Nee, nee, Quatsch. Ich wollte es sagen. Nee, es war... Also, wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie... Am Ende klingt es doch so, als wenn ich glauben würde, ich wäre intelligent. Das geht nicht. Nee, nee. So, hier nochmal ein bisschen was wegnehmen. Ich würde gerne ein Stack voll kriegen, deswegen nehme ich mir noch gerade hier ein bisschen. Fehlt noch. Und der da noch. Super. Dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen Pilze mit hier, habe ich auch kein Problem mit. Ich wollte mal in die Mine rein, aber das ist gerade, das sind gerade alles so Dinge, die hat man jetzt zu Hause noch nicht so in der Masse, deswegen... Nehme ich sie gerne mal mit. War ich hier schon mal? Ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Kommt mir gerade so unbekannt vor. Wie viel Leder haben wir denn? 5 Leder, Alter. Ich will nicht wissen, wie viel Kühe wir gerade dafür getötet haben. Für diese 5 billigen Leder. Okay. Oh, hier, die nehme ich mir ganz, ganz mit. Die sind so verführerisch nah am Ufer, da muss ich einfach zugreifen. Sand haben wir momentan genug, da brauche ich jetzt keinen Aufriss machen, deswegen. War auch schön, gell? So eine Sandgegend, ist zwar unrealistisch, so eine Sandgegend und dahinter dann so und da ist auch noch Sumpf, also hier hast du echt 3 Biome, die sich komplett ineinander reinschneiden. Ist auch schön. Und da drüben war ich doch hundertprozentig noch nicht.
Sind aber auch alte Biome, deswegen interessieren sie mich ehrlich gesagt auch gar nicht so. Ich wäre eher so auf der Suche nach neuen Biomen. Einfach, weil man die Möglichkeit hat, vielleicht noch was zu finden, was man noch nicht kennt. Deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal die mitgenommene Workbench nehmen. War zwar nicht geplant so, aber ist ja auch egal. Und mir mal zwei Boote machen. Und dann geht es los. Stopp, Moment. Ich will mal es probieren. Ob es vielleicht heute funktioniert, ohne mir das Spiel. Oh, ist das geil. Und wir fahren der Sonne entgegen.